Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Gaming Adventskalender 2023. Heute spielen wir ein Spiel, das mich, sag ich mal, im Real Life schon sehr lange begleitet. Manche von euch werden es wissen, ich bin leidenschaftlicher Pokémon-Kartensammler und auch Pokémon-Kartenspieler. Leider ist es bei mir hier in der Umgebung relativ schwer, im Real Life Karten zu spielen und darum bin ich echt froh, dass es sowas gibt wie Pokémon DCG Live, wo man halt gegen andere auf der ganzen Welt antreten kann und sein eigenes Deck zusammenbauen. Und ich dachte mir, hey, das darf im Adventskalender auch nicht fehlen, also spielen wir heute eine Runde. Und da sind wir auch schon im Game. Und ich dachte mir, ich habe heute Lust auf mein Baojian-Deck. Ist zwar schon ein etwas älteres Deck, was ich ein bisschen modifiziert habe, aber es ist halt ein bisschen älter. Aber es hat mich in vielen Stunden begleitet, darum dachte ich mir, das passt heute recht gut. Und hier seht ihr nun mein Baojian-Deck, bestehend aus 3 Baojian, 3 Frospino, 1 Kyurospino und natürlich 3 Espinodon. Wir werden natürlich versuchen, die primär mit Sonderbonbons zu entwickeln. Darum habe ich noch 2 Lumineon, die echt sehr helfen. Ein strahlendes Quajutsu sollten wir ein bisschen in, sagen wir mal, Mana-Probleme kommen. Habe ich dafür Urbalkia V und Urbalkia V Star. Um jede Karte aus meinem Deck zu nehmen, die ich will, habe ich natürlich 2 Daubsis, 1 Dauboga und 1 Daubos. Funktioniert meistens recht gut. Und wir müssen ja Karten auch ziehen. Darum haben wir 2x hochwertige Energiezugewinnung. Da muss ich zwar 2 Karten wegwerfen, kriege dafür aber 4 Energiekarten, wenn es gut läuft, zurück. 2 Hyperbälle, 2 Nestbälle, 3 Sonderbonbons, 4x VIP Kampfpass, 2x Voladin, um Daubsi oder Frospino zu ziehen. Dann haben wir auch See der Stärke. Bin ich immer so ein bisschen geteilter Meinung, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber meistens schon. Dann 2x Befehl vom Boss, 1x einen Enigmara, 3x Perla, die ist ganz wichtig. 1x Sophora, die finde ich auch immer relativ wichtig, denn ich darf 2 Pokémon vom Ablagestapel zurückholen und 2 Basisenergie, also es ist echt nicht schlecht. Und dann noch 2 Jet-Energien und natürlich einen Haufen Basis-Wasserenergien. Und natürlich, ihr habt es mitbekommen, ich bin was übersprungen. Ja, noch 2x das Irrengefäß aus Baradox Rift. Ich finde die Karte echt gut, denn ich muss eine Karte wegwerfen und kann dafür 2 Basisenergien aus meinem Stapel nehmen. Also sprich, es ist wie Baojian und nur, dass ich halt eine Karte wegwerfen muss. Und dadurch, dass wir ja eh hier mal den VIP-Kampfpass haben, lohnt das schon. Meistens zumindest. So, ich würde sagen, ich suche jetzt ein Spiel. So, da haben wir unseren Gegner gefunden, Dr. 94. Mal schauen, ob unser Baojian-Deck was reißt oder nicht. Mal schauen. Der Kuli gönnt auf alle Fälle nicht. Das heißt, der Gegner darf entscheiden, ob er anfängt oder wir. Und er fängt das... Entschuldigung. Er fängt das erst an. Sehr schön. Mein Zug finde ich echt nicht schlecht. So. Ja, die Karten können. Ein Krabbi. Interessant. Mir fällt auf die Schnelle kein Deck ein, wo ein Krabbi drin ist. Naja, wir werden es sehen. Mein Baojian gegen dein Krabbi. Wer wird der Stärkere sein? Wahrscheinlich Baojian. Okay. Hyperball? Kengler? Bist du das?
Nein, ich glaube nicht, dass der jetzt einen Klingler holt, oder? Nein. Ein Frostbino. Legitim. Spielst du auch Baojian? Hast du einfach Scheiße gezogen? Möglich. So. Wir brauchen Balkia. Wir brauchen Glaubsi. Wir spielen Kälteschauer. So. Wir spielen eine Energie und machen Pause. Da kommt Fight. Er zieht Karten. Oh no. Noch ein Grabby. Okay. Der hat eindeutig ein Kingler-Deck. Das muss ein Kingler-Deck sein, oder? Das muss ein Kingler-Deck sein. Grosbino. Seltene Karte. Normalerweise überspringt man ja die Evolution immer. So, dale. Zwei Wasserenergien. Okay. Damit wird das Grappi schon mal stärker. Soll mir aber egal sein, denn in der nächsten Runde ist das Grappi K.O. So, jetzt ist mein Spiel dran. So, wir spielen Kälteschauer. Holen uns zwei Energien. Spielen Hyperball. Vernichten zwei Energien. Holen uns Daubos. Spielen Sonderbonbon. Spielen Burla. Holen uns Espinodon. Nein, Espinodon. Und ein Sonderbonbon. Spielen Espinodon. Aktivieren Daubos. Holen uns ein Urbalkia. Spielen logischerweise das Urbalkia. Jetzt war gern mehr Basisenergien im, sage ich mal, unserem Friedhof gehabt, aber ist okay. Wir aktivieren Sternentorportal. Geben das Balkia. Aktivieren die Fähigkeit von Espinodon. Geben das Baojian. Und greifen an. Und also 60, 120. Und leider muss ich noch eine opfern. Darum. Jetzt reicht's. Und das Schöne ist, weil er den Umhang benutzt hat, dürfen wir zwei Karten ziehen. Dafür hat er aber auch 100 KP bekommen. Also ist schon nicht schlecht. Das Urbalkia hätte ich leider nicht gebraucht, aber ist okay. Und er gibt auf. War zu erwarten. Ja. Ich würde sagen, wir spielen noch ein Spiel. Vielleicht gibt er dann nicht auf. Mal schauen, oder? Also, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ein Match gefunden gegen Alpha Lugia. Zumindest heißt der Typ so. Wir nehmen Kopf. Und los, Ferkuli. Ferkuli gönnt immer. So, wir fangen an. Was haben wir da, Schönen? Ja, ja, ja. Ist okay. Wir spielen das so, so. Und fertig. Komm schon. Spiel deine Karten. Es
Sissi ist brutalander Deck, oder besser gesagt Donnersiegel Deck. Das könnte doch ein bisschen hart werden. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Wo ist das jetzt? Voll Baujian übersehen, ey. So. Wir werfen eine Karte weg und ziehen eine Karte. Wir spielen eine Karte. Und beenden unseren Zug. So, jetzt muss ich hoffen, dass er nicht gleich angreifen darf. Sonst habe ich ein Problem. Aber das sehen wir gleich. Ob ich ein Problem habe oder nicht. Atmorei, Darkrai, Dornersegel. Alles kriegen wir hin. Vielleicht. Stadtruine, beschissen. Aber okay. Kann ich damit leben. Da kommt die nächste Donnersichel. Okay, ich bin dran. Zwei Befehl vom Boss. Aua. Oh Gott, tut das weh, das zu machen. Aber ich muss... Es tut richtig weh. Aber ich kann es halt nicht ändern. Was ich muss, das muss. So, wir spielen die. Wir spielen eine Enigmara. So. Sehr schön. Auf alle Fälle cool. Wir spielen das Irdengefäß. Werfen die Karte weg. Ziehen uns zwei Energien. Hier habe ich eine Energie drinnen, das ist okay. So. Wir opfern eine Energie. Spielen den Baojian. Weil er wahrscheinlich mit nächsten Zug mein Ur-Balkia zerstören kann, aktiviere ich Sternenportal. Da kann ich ja zwei Karten rausnehmen, also zwei Energiekarten aus dem Ablagestapel. Die gebe ich an mein Frospino und greife an. Sind schon mal 200 Schaden. Also ist schon mal nicht schlecht. So. Was wirst du nun tun? Kriegst du die Energien voll? Oder hast du schlecht gezogen? Ich würde sagen, er hat schlecht gezogen. Aber er hat alle drei Donnersicheln. Das ist schon mal echt übel. Wenn du so gehst, kannst du bis zu zwei Itemkarten aus deinem Ablagestapel. Okay, easy. So, perfekt. Wir spielen Burler. Ich nehme mir auf alle Fälle ein Sonderbonbon. Und einen Luminion als Reserve. Den Espinodon habe ich ja schon hier. So. Aktivieren die Fähigkeit von Espinodon noch nicht, sondern eher mal die. Legen eine Karte in den Jordan. Wie viel habe ich da jetzt drin? Eine passt. Das kann ich mal merken. So. Wir machen das. Und greifen an. Easy. Und die erste Donnersichel besiegt. Und zwei Preiskarten sind mein. So. Was willst du nun tun? Okay. Hat dich fast erwartet. War klar. So. 270.
2, 3. Ja, geht. Okay. Also, mein Plan steht. Ob er funktioniert, sehen wir dann. Gibt der eigentlich 3 oder 2? Der gibt 2. Da müsst ihr mal achten drauf. Manche V-Star-Pokémon geben auch 3. Ja, das war zu erwarten. Da hat vielleicht minimal weh, aber ist okay. So, wir ziehen auf alle Fälle mal eine Karte. Sehr schön. Wir machen Rückzug und spielen Baojian. Wir spielen Kälteschauer. Ziehen 2 Energiekarten. Spielen die hochwertige Energie. Werfen Lumenion. Und eine Perla brauche ich eigentlich nicht mehr. Ah nee, komm. Eine Wasserenergie weg. Kriegen dafür 4 Wasserenergien zurück. So, perfekt. Dann Prospino aktivieren. Oder Espinodon, besser gesagt. Prospino ist ja die Erstentwicklung. So. Und jetzt als Angriff. So. Und das wären mal 60, 120, 240. Moment. Eigentlich zu viel von dem anderen genommen. Geh wieder zurück da. 120, 240, 300. 270. Alles klar. Attacke. Easy. Ja, bei Pokémon muss man sogar rechnen. Okay, war zu erwarten, dass er aufgibt. Aber wir haben auch sehr dominiert. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.